Eine in Karlsruhe gestartete Castor-Protesttour fand am Dienstagmittag in Kassel statt. Atomkraftgegner sind mit einer Castor-Attrappe durch Kassel gefahren. Auf dem Transporter waren Totenköpfe abgebildet, einige Aktivisten trugen weiße Schutzanzüge. Damit wollen sie gegen den für Ende des Monats geplanten Atommülltransport von Le Hague nach Deutschland und gegen ein mögliches Endlager in Gorleben protestieren. Es ist einfach nicht möglich, Gorleben als Atommülllagerstandplatz zu nehmen, weil erstens ist es ein Salzstock. Der ist genauso wasserdurchlässig, wie wir das bei der Asse erlebt haben. Und dazu kommt noch, dass unter dem Salzstock die größten Gaslager Deutschlands sind. Da können Sie sich ja vorstellen, Atom und Gas ist eine tolle Mischung, gell? Was könnte das in der Konsequenz nachher bedeuten, wenn man jetzt mal den Ernstfall annimmt? Das weiß ich auch nicht, ich bin kein Physiker, aber es ist auf alle Fälle nichts Schönes. Ne? Und dazu kommt ja noch, dass eben, wenn immer mehr Atommüll da eingelagert wird, es steigt ja jetzt schon die Strahlung. Ja? Die Leute sind ja alle gefährdet. Die kämpfen seit 3 Generationen, dass aufgehört wird. Ja? Thema Fukushima? Ja, die Leute wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Die sind alle noch zu leichtgläubig, wenn sie sagen, wir können wieder die Atomkraftwerke in Betrieb nehmen. Das ist unmöglich. Wir haben es bei Tschernobyl gesehen. Und leider kommen ja doch die schlimmen Folgen erst in der 2., 3. Generation. Über 100 Menschen nahmen an den Protesten teil. Der Weg führt vom Kulturbahnhof über den Stern Friedrichsplatz zum Rathaus. Die Demo zieht sich durch insgesamt 10 Städte. Die Tour wird vom Kampagnennetzwerk Campact zusammen mit der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg organisiert und von zahlreichen lokalen Gruppen unterstützt. Nächster Stopp ist am 16.11. in Hannover, am 18.11. in Bremen und am 19.11. in Hamburg.